vergessen ihn zu starten. Och, egal. Die. Oh. Was ist ein Wieler? Irgendwie Lenkbachanfall, genau. Du schaust doch meine Videos nicht. Oder Dennis, deine Videos nicht. Oder. Oh. Ja, gut, bei mir war der jetzt auch dabei, der nicht dran drückt. Ich muss nächstes Rennen mal mein Spiel leiser machen. Was sagst du? Ja. Bei mir ist es auch wieder verdammt laut. Oh, Alter. Mir tut der Arm ein bisschen weh, aber ich wurde auch heute gestochen. Wovon? Ja, ich schätze mal, es könnte eine Wespe gewesen sein. Ach, du Scheiße. Warum machst du sowas? Scheiße. Ich wollte in den Bus einsteigen, weil ich ja wieder auf dem Weg nach Hause war. Und plötzlich so, wurde ich wohl gestochen dabei. War angenehm. Oh Mann. Ich habe aber schon ein. Ich hab mit Bepanthen schon eingecremt, also passt schon. Ja, Bepanthen hilft gegen alles. Ja, was soll ich denn sonst nehmen? Alles gut. Etwas langsam. Wieso kann ich heute mit Kirsche mithalten? Was ist hier los? Weil Wärme. Ja. Du bist ja sowieso komisch, Tometri. Das haben wir ja schon festgestellt. Mal gewinnst du gegen Kirsche, mal. Wo bin ich jetzt mitgekippt? Das eine Mal, wo ich wirklich mit Kirsche mithalten konnte, beziehungsweise wo ich gewonnen habe, da bin ich ja auch nachgefahren. Das ist hier schon wieder eine ganz andere Geschichte. Das Schlimmste. Das Krasseste kommt noch. Ich bin Sechster. Ich sehe unter der Map, wer vor mir ist. Jonas, warum bist du Fünfter? Weil ich einen Unfall gebaut habe quasi am Anfang und dann ganz hinten war, weil ich mich weggedreht habe. Oh, wie letzter, ha. Wie jetzt? Jonas ist 5. Jonas ist hinter mir. Das ist ja cool. Und ich bin 7. Also, heute alles anders. Aber das Rennen ist noch lang, es kann sich noch was ändern. Ja, hinter mir wieder 5. Wie immer. Ich bin sehr verbunden, wenn er mal auf mich warten würde hier. Ja, ich verbunden, wenn ihr alle warten würdet, weil in diesem Spiel bin ich durchgehend Letzter. So, von mir aus kann das Rennen jetzt zu Ende sein. Ja, genau jetzt so. Bin ich dagegen. Ich bin letzter oder erster? Der Renntag, also, ist doch sowieso recht kurz. Die Wand ist meine. Ja, so kurz ist der gar nicht. Geh doch von der Wand weg! Warum machst du das? Also diese Haarnadeln gefallen mir mit dem Porsche nicht. Nee. Bin ich heute so gut oder Oder der Rest so schlecht? Ja. Wir waren bis jetzt. Was jetzt Grip aktiviert? Bei mir ist es auch relativ warm, aber ich habe halt einen Ventilator. Aber so kriegt er jetzt auch nicht. Moment, hat wieder zu viel Grip aktiviert, da hör nicht. Bei mir ist es auch relativ warm und ich habe keinen Ventilator. Ja, du bist ja sowieso wieder ewig weit vor mir. Das ist ja wieder was ganz anderes. Mir ist warm. Ich weiß, was der Hitzefaktor ist. Der steht da unten. Der wird gerade beansprucht. Namens Rechner. Eben gerade fast an der gleichen Stelle verunfallt. Oh, diese Kurve hat sich auch gepasst. Aber Tomet, ich hatte Glück gehabt. Tomet ist 5. Ja, muss ich Tomet wieder einholen, Herr Eimer. Ich bin wie gewohnt Letzter. Wer ist denn jetzt hinter mir, wenn ich Tomete? Tomet ist auf 5. Nee, Tomet ist. Achso, ja. Tomet ist 5. Ah! Ich verwirrt. Kann ich zählen. Naja. Du hast mich überholt, dann werde ich wohl hinter dir sein. Nee, ich hab gerade falsch gedacht mit der Anzeige. Jonas, der vor mir ist der Dritter. Das liegt an der Wärme. Ja. Das ist genauso wie dieser Witz mit, wenn du den Rennen den zweiten überholst, auf welchem Platz bist du dann? Ja, immer noch zweimal. Nur Dritter. Oh, Scheiße, wieso hab ich jetzt die Abkürzung verpasst? Dazu? Ich auch, also. Okay. Du denkst dir, du bist heute zu gut, du brauchst sie nicht. Ich hab doch, ich hab verpennt. Ja, komm dann für mich heute auch noch vorbei, also. Jetzt holt ihr immer mehr auf. Ich hab die auch verpasst, aber. Also, von daher. Aber darf das jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich bin ich dir hinterhergefahren und deswegen habe ich sie verpasst oder so. Ich bin ja hinter dir. Alle verwirrt, sag ich doch. Ich hab auch. Diese Haarnadel, ich mag die mit dem Porsche einfach schlichtweg nicht fahren. Na, Kilometer noch? Bin gespannt. Oh nein, du krieg ich nicht. Ach Mann! Jetzt hab ich wieder eingeholt von Stevie. Okay, ich hätte jetzt echt gedacht, Das war echt ein Fehler, so ist es passt schon. Boah, nicht.
Ich fahre eine Scheiße hier wieder zusammen heute, ey. Das habe ich am Anfang so gut gemacht, was ich jetzt nicht mehr hinkriege. Aber es lag wahrscheinlich auch daran, ich habe letzte zwei Wochen kein Rennen mehr gefahren, kein Rennspiel, ey. Ja, so eine seltene Stimme ist heute meiner. Müsstest du ja bei mir dann auch behaupten. Ja, das ist so wahr. Ja, letzte Woche haben wir jemanden besucht, da sind wir jemand beschwert, da haben wir ihn nicht mehr sieht. Okay, jetzt ist Jonas über alle Berge, es hat sich erledigt. Ja. Also ich fahre eigentlich immer noch auf der Straße, aber gut. Nee, du fährst laut ihm über die Berge. Deswegen. Ja, was glaubst du, warum er immer so gut ist? Ja, also bei Big Quicks. So gut, dann wäre ich Erster. Über die Berge, über die alle Berge wie bei Big Quicks, ne? Das war schlecht doch schon mal, richtig? Nein! Immer wieder, ey! Nein! Was mache ich denn jetzt, ey? Weiß ich nicht. Wegwerfen. Umdrehen. Das Rennen. Lang? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe für den Bullshit. Ich wollte dir wahrscheinlich eine Chance geben, damit du da rankommst. Ja, auf jeden Fall sehe ich dich mal wieder. Das ist sehr hilfreich. Oh, bin ich schon wieder Abkürzung verpasst. Was ist mit mir los hier? Okay, ich das jetzt geschafft habe, weiß ich nicht, aber ich hab's halt auch verpasst. Ja, ich war auch fast vorbeigefahren, also irgendwie sieht ihr auch nicht. Wenn ich das hingekriegt habe, diese Abkürzung nicht mitzunehmen, ich weiß es ja nicht. Also ich habe mich auch fast vorbeigefahren, hab das Fuß nicht gesehen, also irgendwie. Hab's auch nicht so auf dem Schirm heute. Gut, dass ich vorher geübt habe, ich bin auch mal dran vorbeigefahren beim Üben. Hätte ich diesmal geübt, dann wäre ich wahrscheinlich sogar besser als Vierter oder Fünfter. Ich müsste auch mal endlich wieder anfangen, mal zu üben. Weil jede Strecke kommt nur einmal. Es hat so gut angefangen heute. Kommt Kirsch natürlich ran, weil ich schon. Dann nehme ich so eine Abkürzung nicht, aber das war ja immer wieder. Oh! Ja! Mann, was mach ich denn hier, ey? Ist ja Müll. Ich fahre jetzt momentan wie Sebastian Vettel hier rum, also. Wie der letzte Henker. Gemein, aber ja. Oh Mann. Was immer mir das passiert ist, dass ich die Abkürzung nicht gefahren bin, aber gut. Ja, wenn ich Pech hab, holt Steve mich auch noch. Ich bin Letzter, also passt schon. Achso, ich dachte, du wärst Sechster. Nein! Du weißt doch, Hot Klasse 2 und ich. Ich war auch zu viele Haft heute, also, im Rennen her. Moment, du weißt doch, ich und Hot Klasse 2, zum Glück waren wir ja gleich eine Strecke und Drama fahren. Ich muss da wohl immer Letzter bleiben. Das war aber nicht immer so. Ich komme da deswegen ran, ne? Ja, hat sich kein Neuling gemeldet, mitfahren. Der mit aber Bock hat. Ich weiß aber auch nicht, warum ich seit den letzten Renntagen bei HP2 so Probleme habe, dass ich durchgehend nur noch Letzter bin. Ja, hatte ich ja eine Zeit lang auch in Nice 2, also. Oh, wow. Ich glaube, Kick Tomato nicht mehr. Oh, ich glaube nicht. Ich kick Tomato auch nicht mehr, glaube ich. Naja, hat noch für den Sieg gereicht. Schade. Ja, dachte ich mir auch. So, jetzt habe ich endlich die Abkürzung wieder gekriegt. Das bringt mir aber auch nicht mehr viel. Oh, das war natürlich unnötig, dass ich da diese Abkürzung nicht gefahren bin. Ich fand das super. Also das war wirklich. Oh Gott! Mal so ein Unfall, ey. Dinge, die man sonst nicht macht, ne? Das ist echt interessant. Naja. Sechster Platz, Vorletzter. So, jetzt erstmal auf Toilette. Das ging ja schnell. Wir fahren ja auch schon seit Tagen. Ja, natürlich! Der Renntag zieht sich schon drei Tage lang. 3 Jahre. Ja. Ja, wir wollten mal 24 Stunden Rennen mal machen, ne? Bei Nice 2 auch geschnittete Runden mit 155 Runden oder so. Das war echt nix. Güte. Das war richtig schlecht. Hat Kirsch natürlich wieder. Das war so schlecht, ey. Aber ich glaube, dieselbe Rundenzeit wie Tomete, glaube ich. Hab ich das irgendwie war's gesehen. Dann mit den Rundkursen für heute. Mach spiel langsam. Oh je. So, wir gehen das erste Mal die Tropical Sunset an. Ja, 4-mal haben wir sie insgesamt. Ja. Rückwärts. Wir lieben die Strecke so sehr, dass sie so oft fahren. Die ist ja auch cool. Wir müssen aber noch auf die Tomete warten.
Die ist schön lang. Das ist jo, Hauptsache im Radio läuft erstmal Papa Roach. Oh, das ist cool. Das wird für Tomete ein Problem. Wieso? Naja, er hat doch solche YouTube-Probleme. Was mich wundert, also ich hab sie nicht, wie er. Nee, ich auch nicht, ich hab auch kein Problem mit ihm. Ja, der hat so, was war, irgendein Rammstein-Lied war doch bei ihm das. Ja, drin. Rammstein wurde bei ihm gesperrt, Slayer auch, also hat ein eigenes eingefügt und gut. Slayer wird normalerweise nicht gesperrt bei Tomete schon. Ich hab genau das Radio gar nicht. Bin wieder da. Okay, also, dann. Ja, im Jonas auch so. Freu dich! Freu dich, Tomete, da läuft ein Lied, was für YouTube bei dir schwierig ist. Was war denn? Die Korvette? Die Korvette. Ah, nimm den Weiß. Also bei mir wäre das jetzt aber mit YouTube wirklich ein Problem. Ja. Ja, aber warum auch immer bei dir? Weder bei Dennis noch bei mir ist das ein Problem. Dabei ist der Song so cool. Boah, so, das ist oh, wann kam der Song raus? Boah, weiß ich gerade gar nicht mehr. Boah, Alter. Das ist schon länger her, glaube ich. Das ist schon sehr lange her, aber der hat einen sehr schlechten Start. War der noch in den 90ern oder war schon in den 2000ern? Ich glaube 2000er war es schön, aber super. Ich weiß es aber nicht genau. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Aber der Song ist super alt. Aber immer noch gut! Alter, wirklich jetzt! Wirklich jetzt! Warte, war alle dagegen gefahren? Ich musste alle dagegen gefahren? Das ist ja unfassbar. Ja, aber die kommen. Nee. Hör doch auf! Ach ja, ich bin noch nicht letzter, oder warum machst du jetzt so eine Scheiße? Oh, der rutscht aber auf. Ja! Tut er! Ja. Ich suche das Fahrzeug jetzt schon. Ja, hör auf mich anzupen hinter mir. Ja, Tropen mit Lenkrad ist sowieso so eine Sache. Hi, tschüss. Hi, have a great time. So. Was machst du, Auto? Das war ja. ein ganz kleiner Stoß. Wie hat mich jetzt gedreht, ey? Die Karre mag kleine Rempler nicht. Ja, der hat mich gedreht, ey. Die Abkürzung ganz minimal die Leitplanke berührt. Wumm, wollt ihr schon weg. Die Karre, die fahren wir gleich nochmal. Ja. Und Sonic Drive. Ja, yeah, jetzt sind keine Lust mehr. Nein, die Karre meinte ich. Jetzt sind keine Lust auf dieses Auto. Stellt euch mal vor, der Random Generator wäre so wild komisch gewesen, dass wir zweimal hintereinander dieselbe Strecke auf gleiche Art mit zweimal derselben Karre fahren müssten. Kann alles passieren. Ich stelle dir vor, viermal Tropen und viermal die Corvette. Ja, dann bin ich weg. Oh, Larity fährt mir wieder vor den Nasen weg. Hier die Corvette finde ich gar nicht so schlimm. Da fand ich dieses 2 Tonnen HSV-Coupé interessanter. Ja, freu dich, die fahren wollte auch nochmal. Oh nein. Weißt du, auf welcher Strecke? Welche? Swapping and Sunset. Ach, Mann. Oh Gott. Und der ist noch schlimmer mit dem Drehen, denn es glaubt mir, da machst du auch einen kleinen Ditcher und dann ist das Auto gedreht. Natürlich, das HSV-Coupé ist das Schlimmste, dieses 2 Tonner Gurke. Und das auch, und das vorwärts. Der düstet ein. Ich glaube, das ist ein verpassen haben, ich sollte aber irgendwie. Da kommt der Kirsche, glaube ich, schon. Uff, oh. Ja, ich hab da so hinter dir. Nein! Wo sind die Minen? Welche Minen? Ja, die von, na, die Eddie ist bei einer 2 einbaut, die hätte ich jetzt gerne. Ach, weil die Lord immer gerne nutzen will. Ja. Kann ich dann Raketen haben, um die Rutri abzuschießen? Und wer holt, dann noch Eddie rein für mich, damit er mir mal wieder sagt, ob ich so scheiße fahre? Das können wir auch übernehmen, das Stevie. Kann ins Radio einbauen, ne? Kann ins Radio einbauen. Oh, nee, dann mache ich dieses Radio nie wieder an. Ach, nö, jetzt fahr ich hier dagegen. So einmal zwischen jedem Lied so, bist du so schlecht oder fährst du scheiße? Nein! Halt mal zu rein, wo fährst du scheiße? Genau, so war das. Oder wenn dich jemand drüben ja. überholt, ist Jonas, meine Oma. Du hörst ihn zu selten, du musst also mal schlecht erfahren, dann. Die Reaktion bei Stevie müsste aber zu genial sein, wenn bei HP2 plötzlich Eddie sich meldet. Da gibt es bestimmte Wort für, dass man da Eddie. Da denke ich mir dann so, oh, Eddie wurde bei Nice 2 nicht mehr bezahlt. Jetzt ist er zu HP2 gegangen, oder was? Ja, ihr hat halt mehr Geld. Der kann da rüberfahren, ohne dass er aus. Das ist schon mal was. Also, Bodenunebenheiten, das kriegt er hin.
Fünfter. Ich glaube, bei HP2 kann ich mich auch bald bei KX bewerben. Als Sponsor. Ich wollte hinter euch herfahren, aber mein Fahrzeug meinte zu sagen, nee, hier, das Heck möchte vorne sein. Ja. Da konnte ich nicht hinterm Haus fahren. Klappte dann nicht. Wissen, du bist ja jetzt so weit vorne, das kann doch nicht möglich sein. Na, du warst eben viel weiter vorne als ich. Es kann nicht möglich sein, dass du besser bist als er. Du cheatest! Ja, eben war er ja besser als welche ich. Welche also. Hex hast du an? meistens ist Diebster ja besser, aber... Aber das willst du einfach nicht. Ich hab heute wieder die Gummibandkai aktiviert, weißt du? er fährt nicht, er hat da irgendwas so... Ja, ich gucke nur zu! Ich gucke nur zu hier, hallo. Endet diese Strecke auch irgendwann mal? Aber wenn wir ja nächste Saison dort und Stevie nicht mehr dabei sind, dann ist ja eigentlich ist mein einziger wirklicher Gegner. Dann fahren wir alleine. Wow! Dann haben wir nur bei Nice Life noch Chancen. Ich mach mir da diesbezüglich noch Gedanken für die nächste Saison bei mir. Du fährst mit und fertig. Hab ich aber schon. Ich hab die nicht verpasst, aber der ist dagegen gefahren und dann an der Palme vorbeigeslidet. What the fuck? Tja, Dennis, du bist disqualifiziert. Ich hab sie ja mitgenommen, die Palme, aber ist an der Seite vorbeigeslidet. Ja. Was sind die weit vorne, ne? Die sind weit vorne gewesen. Wie kann man nur einen Kilometer zu fahren? Da ist noch eine dichtere Palme, die ist da. Naja, mein Fünfter geworden. Oh, der Tomatensalat ist disqualifiziert. Die Palme nicht mitgenommen. Aber du bist nicht Volltreffer. Umgekippt. Du bist aber nicht umgekippt. Das ist richtig. Hab nur 5 Sekunden aufgeholt auf dich vom ersten Rennen. Du warst da noch nicht weiter vorne. War denn das für eine Höchstgeschwindigkeit bei Kirsche? Das ist ja ein deutlicher Unterschied gewesen. Ja, dann rat mal, wer von uns beiden manuell fährt. Ja, aber so viel. Das war ja crazy, der Unterschied. Jetzt fahren wir das Fahrzeug nochmal. Noch ne. Aber auf einer anderen Strecke. Und danach fahren wir wieder auf eine Tropical Sunset. Ach, und dann auf Crossing und dann auf Tropical Sunset. Alle zwei Rennen Tropical Sunset, oder was? Die gewesen? Die Apokalypsen-Strecke? Scenic Drive ist unsere Zombie-Strecke. Jetzt fahren wir nochmal Corvette, ne? Jo. Ja, die Corvette bleibt uns treu, aber ich möchte die in blau. So. Ja, nee, die Corvette, die ist und bleibt schwarz. Ah, Retti! Das Blau sieht nämlich super geil aus bei dem Auto. Ah, probier nochmal, nochmal ein Weiß. Eine Fahrt da jetzt. Sorry, falsches Auto. Falsches Auto! Was? Du willst mit dem Mustang fahren? Das ist kein Problem, das kriegst du. Okay! Ah, ich war kurz weg und hab dann ganz schnell noch geklickt und offenbar nicht das Richtige. den Mustang, den fahren wir heute aber nicht. Ist das nicht irgendwie das Intro von Terminator oder sowas, was wir da gerade hören? So ein bisschen sehr stark verändert? Ja, es ist eine... Es erinnert daran, ja. Es geht ja auch um den Terminator und den Song. Ich höre keinen Text, also von daher kann ich das nicht beurteilen. Ist die Corvette zu laut? Was sagst du? Ich höre Musik, aber keinen Text. Achso, ja, dann wird zwischendurch geredet. Dann wird das von deiner Corvette übertönt anscheinend. Oder von uns. Was? Ja, zwischendurch geredet wird ja sowieso. Ja, das ich weiß in dem Lied. Ist der Song eh vorbei. Das ist richtig. Und hier nicht schon wieder hier, das kann doch nicht sein. Nicht wieder Sechster. Echt, mach schon wieder das Lied vorbei, das kann nicht sein, ey. wie kann das sein? Oh nein! Oh, voll Fehler gemacht. Oh, weil ich bin sehr eng gefahren und ich bin weggeflogen. Rechts reingemusst hier, rechts. Oder, wie lange Jonat ist das diesmal? Ja, den Tunnel musst du nehmen, Jonat. Der ist besser. Dreh mal um und nimm ihn, Dennis, zeig mal.
ich den Bus nicht mitgenommen. Siehste, guck mal, ich hol auf. Oh, da wollte ich woanders lang. Wo wolltest du denn jetzt hin? Keine Ahnung. Ups. Ich hab die Abkürzung wollte früher nehmen. Du hast keinen Panzer, du kannst hier nicht so stark abkürzen. Ach, Mensch, schade. Eigentlich ist hier der Tunnel scheiße, aber ich nehme ihn irgendwie immer, weil ich bei der Abkürzung immer Probleme. Ja, ist geil, ne? Ich hab die Abkürzung genommen, du bist trotzdem vor mir. Ja, da kommt, glaube ich, eine Kirsche angetrudelt. Ja, das liegt daran, dass. Angerollt. Also, ich finde die so scheiße, wie eben diese eine in dem Format sind. So scheiße finde ich die. Aber Dennis sollte schon mal üben. Ich mache heute einen dummen Fehler, Kirsche. Ich weiß auch nicht warum. Kirsche hat sich gerade fürchterlich weggedreht. Ja. Aber ich mache heute auch einen dummen Fehler, keine Ahnung warum. Ja, aber Kirsche hat gerade auch ein Ding gerissen. Musst du jetzt mal noch eins reißen? Jetzt hat jeder eins. Ich habe einen Fehler gemacht, Kirsche hat einen Fehler gemacht. Nicht da runter! So, verzeih das nicht, Jona. Doch, komm, du schaffst es. Nimm wieder ein Schild mit. Oh nein! Wo hast du die Speed-Heli-Route, Alter? Verdammt, jetzt werde ich noch von Tomato eingeholt. Er hat sich von Eddie einen Nitro-Booster einbauen lassen. Ach, Mann, was ist denn das, ey? Wieso fahr ich gegen den Baum? Weißt du, vielleicht mochtest du den nicht. Wie ist denn der Baum so gewesen? Hart. Er war mies texturiert. Was hat er? Oh, heieiei. So was, das kann ich euch nicht sagen. Windschatten! Ja, den gibt's hier leider nicht. Nein, ja, war auch ein bisschen Qualität. Ja, so scheiß knapp. Und wisst ihr, was so ja, schön da, ist? Da bin ich gefahren, das mit dem Lotus. Das war Windschattentomete. Die lange Strecke so, mit dem mit einem langsam Fahrzeug. Lotus Tropical Sunset. Mit der Lotus rückwärts. Hallo, mit der Lotus. Aber da muss ich manuell fahren. Da, manuell und bumm. Hallo, Lotus Elise. In welcher? Orange. In Orange, genau. Den muss ich manuell fahren. Ich kenn zwar die Gangschaltung von dem nicht, weil ich nicht geübt habe, aber wird schon passen irgendwie. Gibt's hier, kann man die Autos irgendwie modden von den Farben her? Ja, kann man. Ja. Aber ich glaube, dann ist es Server-Side, oder? Er hat's da noch nicht aus, danke. Da muss ich mal meinen. Ach so, schade. Hatten wir das Fahrzeug schon im Renntag gehabt, mal? Hätte ich gerne mal mein pinkes Auto. Hatten wir das schon in der Season gehabt, die Lotus? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ne, ich glaube nicht. Also was Neues. Wenn, dann war es auf jeden Fall lange her. Wieso denn wieder gegen den Baum? Alter, der untersteuert. Oh, bei 100 ist ja schon Schluss. Wieso hier muss ich denn immer gegen den Baum fahren? Ja, wollen jetzt auch mal gucken, wie ob der Grupp der gut texturiert ist. Ja, aber ich bin gerade schon mit der Corvette dagegen gefahren. Ja, warum andere? Achso, weil der mit Strecke. Achso, ja gut. Gucken sich nochmal an. Wolltest du ihn halt jetzt gänzlich umkippen. Wieso ist das Spiel so grundsätzlich gegen mich? Ja. Ich bin deswegen der Letzte. Wie es typisch ist bei mir in diesem Spiel. Oh Gott. Das Auto ist mir ein bisschen. Sind alle blau da vorne, ey! Sind alle blau seid ihr hier! Nee, irgendwie ist das gerade nicht so cool, was hier passiert. Nee! Die überholen mich hier alle. Naja, ich nicht. Die überholen mich hier alle, what the fuck? Muss meinen dritten hochschalten. Dennis, falls du es noch nicht weißt, ne, du hast auf manuell gestellt. Ja. Wundert sich, dass er überholt wird. Ja, ist klar. Gott, wie alle da sind gut rum. Oh, was war das? Da macht einer einen ziemlich dicken Fett. Oh, Platz 4. Bleiben wir den Balken. So. Oh, das war gut. Das war gut, der Unfall. Ja.
Muss ich auch sagen, gefällt mir auch. Wobei, gut, du holst dich wahrscheinlich trotzdem wieder ein, aber... Ah, komm doch da rum, Auto. So, jetzt bin ich wenigstens wieder zwei Katzen, mindestens. Noch. Na, das bleibt jetzt auch so. Nein. Doch. Nein. Warum findest du das gut? Er kann doch letzter werden, Kirsch. Du kannst doch erster werden. Ja, wenn er dann hier zweiter ist, dann kann er nicht erster werden. Das ist schon mal. Ja, er soll aber schlechter als zweiter werden. Ja, gut, damit gleich. Er soll letzter werden. Oh. Ja, sie werden die letzten sein, oder so. Ich bin letzter, das gefällt mir nicht. Kirsch, was? Unfallbaum, bitte. Na doch, jetzt gerade. Jetzt auf jeden Fall. Vielleicht nach dem Ziel, mal sehen. Oder du fährst wie Gummiband KI. Nee, das mach ich ja schon. Also für mich ist Stevie da meistens Gummiband KI. Was ist das denn? Also dem renn jetzt nicht, weil da habe ich jetzt die Abkürzung verpasst, das hat jetzt viel versaut, aber... Okay, die Elise ist wohl nicht ganz mein Ding hier. Aber ich schalte die, glaube ich, auch oft nicht optimal. Kack Auto. Was ist für Namen haben, da kann ich nicht mehr mitweisen. Mann, ich mache jetzt wieder einen dummen Fehler. Ja, aber Kirsche nicht, aber Kirsche nicht. Nein! Oh. Scheiße, das habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt bin ich wieder Fünfter. Bei vor mir? Nein, ach Mann. Ja, verdammt. Ach Gott, da haben wir sehr wieder weggeworfen, ey. Ich hasse das. Ach, aber abgezogen, aber verpasst noch das noch. Diese verdammten langsamen Autos, ey. Da seid ihr alle besser dran. Das war echt nix. Haben wir einen Abkürzung verpasst. Tomate kann mich nur einholen. Warum sind wir da besser dran, Dennis? Ja, siehst du doch. Kirsche fährt davon, ey. Warum auch noch mal einen Unfall? Und du warst bei langsamen Autos in FS4 vor allem auch selbst mit Lenkrad besser. Also langsame Autos sind euer Ding, ey. Ja, bei Night Safari auch keine langsamen Autos mit dem Mietschatten. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne öfter mal bei Monster Truck fahren. Yeah. Ja, woran das wohl liegt? Ach, Mann, ey. Ja, gut, dieses Rennen werden wir verlieren. Wieso, letzter? Ja. Ja, siehst du, Stevie. Ja, Stevie. Das geht wie aufwärts! Komete lässt nach. Wer ist denn der Blaue hinter mir? Aha. Ich glaube, Stevie, der hat es jetzt aber wirklich, der gibt sich jetzt echt Mühe. Deswegen sagt auch nichts mehr. Er konzentriert Meinst du? Sich. Er konzentriert sich jetzt so aus, damit er vor mir ins Ziel kommt. Ja, mit Überschlag. Mehrfacher Überschlag quasi so. Ach, da war echt mehr drin, ey. Ja, bei mir auch. Ich hätte Dennis noch kriegen können. Ich hätte ich meinen dummen Fehler nicht gemacht. Das ist ein Scherz jetzt! Das ist ja die Sauerei. Das geht gar nicht sowas. Oh, knapp. Tut dir keiner mehr! Ich brauche mal wieder ein Lenkrad, mit dem ich vernünftig schalten kann. Auch da bin ich jetzt auf die Zeit gespannt. Das war... Ja, ich musste ja plötzlich die Wand noch kurz berühren. Das war gar nicht so wenig. Ich musste fast eine Sekunde. Ich musste fast die Wand noch einmal zum Schluss berühren, warum auch immer. Da hattest du aber richtig Schiss gehabt, dass du da dann noch, ne? Deswegen sagte ich ja, warum jetzt? Nein, nicht! Jetzt kommt der zu schöne Mercedes CL55. Auf dem Orte-Kassel. Also wir verlassen kurz Tropical Sunset. Ganz kurz. Ich mag ihn gar nicht. Wir fliegen und fliegen dann wieder zurück. Cool wäre es ja gewesen, wenn wir jetzt dann nach den
Nach Ort und Kosten sind wir ja wieder auf Tropical Sunset. Wieso sind wir nicht dann nachher erst auf Mediterran und dann auf Tropical Sunset? Weil dann hätten wir es durchgehend im Wechsel gehabt. Oder nicht? Wäre doch cool gewesen. Hat leider der. Zufallsgenerator nicht. Ja, nee, genau. Not really. Warum auch immer. Was nehmen wir? Mercedes. Ach, nee, wir nehmen den Mercedes. Auch ein 1,7 Tonner. Ja. Oh Gott, der bis zur Tonne. Fast ich alle glaub, Autos fahren sich jetzt schlecht. Das ist nicht mal eine Tonne, oder? Nee, der ist ganz leicht. What the hell? Meiner ist kurz einfach stehen geblieben, bevor er losgefahren ist. Was? Okay. Vielleicht stimmt dein Bremspedal wieder. Das stimmt dauerhaft, das weißt du. Ja, deswegen ist Stevie so langsam, oder das nicht? Das musst du mal mit deiner Todeszone mal da machen, da. Das ist doch scheiße. Da muss ich aber erst rumtesten, bis ich da den perfekten Punkt finde. Genau, mach einfach, dass es abgedeckt wird. Ja. Weil bei Need for Speed 4 gibt es eine Anzeige dafür. Ja, da aber Dennis hat das bei mir ja gesehen. Ja, ich habe das in seinem Video gesehen, ja. Der Bremse ist nicht aber, gut aus. Ja, aber das Problem habe ich bestimmt jetzt schon ein paar Monate. Das ist ja kein Wunder, dass du noch keine Performance kriegst. Ständig einen Bremsklotz hast, dann musst du echt mal ändern. Warum fährst du keine Vollspeed, wenn du dich immer aufregst? Das, deswegen habe ich mich auch mal gewundert, ey, warum wir das schneller sein sollen. Ja, aber ich hatte da nur keine Anzeige. Ich muss es wirklich per Pi mal Daumen. Ja, per Pi mal Daumen, damit es zumindest reduziert ist. Ja, bei ihm schlägt das ganz gut aus, dann muss schon ein bisschen mehr hochdonnern. Ja, ich weiß nicht, was das Bremspedal für einen Knacks hat. Ja, das ist gebrauchte Hardware, Stevie, ne? Was willst du erwarten nachher? Ja. Irgendwann wird's nicht besser. Ja, die habe ich ja auch gebraucht damals geholt, wie ihr noch wisst. Ja, wie ich ja auch. Ich meine, ich habe ja das gleiche Lenkrad wie du und auch nur gebraucht. Ich habe generell bei mir auch eine ganz leichte Todeszone drin, weil ich gerade beim Endpunkt auch, ne, also wenn ich jetzt voll durchtrete, verlasse ich mich nicht darauf, dass das Technik so funktioniert, dass ich wirklich voll Vollgas habe. Bei mir war das Vollgas. Plötzlich irgendwann da. Das ist mir am meisten damals bei ETS aufgefallen, weil dann nutze ich ja Tempomat und ist immer toll, wenn du plötzlich dich wunderst, warum dein LKW langsam wird. Klar, wenn der Bremspedal kurz auf einmal triggert und dir den Tempomaten rauskillt, ist das scheiße. Oh Gott. Also ich hab für lose Stellung Todeszone und auch für voll durchgetreten. Das ist ein bisschen eher das schon der Fall. Ja, ich muss mich dann auseinandersetzen mit, wie ich das da einstelle. Weil ich traue der Hardware da nicht, dass ich auf 100 gehen kann und dann auch wirklich 100 bekomme. Sag ich lieber bei 95 schon Vollgas. Ich weiß, dass das bei mir ein bisschen crap ist derzeit mit dem Bremspedal. Der Mercedes fährt sich aber gar nicht schlecht dafür, dass er 2 Tonnen hat. Ja, stimmt, deswegen komme ich auch so gut damit zurecht. Ich komme nur mit dem zurecht irgendwie. Deswegen bist du hinten oder sehr was? Gut zurecht. Ja. Mit dem komme ich jetzt echt sehr gut zurecht, muss ich sagen. Bin in die Abkürzung reingefahren! Zwei verlorene Rennen schon heute. Tomete wollte nicht in die Abkürzung fahren. Tomete nur letzter! Ach, Leroti, wird besser. Du klebtest mir so am Arsch. Stevie wird besser. So, Server konfiguriert. So, Leute! Jetzt können wir wieder Tropical Sunset! Juhu! Mit jetzt wirst das Fahrzeug, was Dennis so gerne liebt. Das HSV Coupé GTS. Oh, nee. Tropic Best Sunset. Car ever. Ja, mit dem kann ich sagen, das ist ja geil. Was mir gerade mal auffällt? Wir starten mit dem Porsche Carrera GT. Ratet mal, mit welchem Fahrzeug wir enden. Mit dem HSV? Nee, mit dem Porsche Carrera GT. Ich weiß. HSV Coupé. Nee, nicht ein Gelb. What the fuck? Ja, nein, Gelb. Schön pissgelb. Ja, richtig draufgepisst. In Schwarz habe ich ihn jetzt mal. Ich meine, Australien ist so gelb wie die Sonne, deswegen. Schwarz. What the fuck?
Contra. Wer hatte, achso. Ich hab die Farbe da nicht so genannt, ne? Das ist eigentlich Kirsche, so, war der Letzte! Ja, doch gar nicht, da war ich ja doch gar nicht dabei, wo wir das hatten. Das war doch 1-2-D Jaguar SS. Jaguar SS. Doppel S. Jaguar SS. Ja. Ganz klar, was halt der den Namen hat. Der Ruhe. Wow. Ist 1,7. Oh, Stevie ist Ritter! Stevie ist Ritter hier! Jetzt läuft's noch ab hier! Die Aufruhr hier! Nicht den Baum! Da hab ich gesehen! Nein. Oh nein! Oh Leute, was macht die hier Geiles? Oh Scheiße! Das ist schwer mit dem Auto. Kann mal hier oben lang fahren, das Spiel hat mich hier nach hier oben gesetzt. Ah, Mist! Komm, die Abkürzung durfte ich nicht nehmen! Der dreht sich da! Ja, das ist eine Frage. Wer dreht sich hier nicht in die Rennen? Was sagst du, Peter? Das ist auch schon ein langes Schild. Ich sagte, wie geil sich das ja bearbeiten lassen. Das ist wirklich so, ey. Fährst hinter einem Herd, dann fährst du auf alle anderen. Also, was mach ich denn gerade? Auto. Ich wollte unten lang, aber das Spiel hat dann gesagt, ey, dreh dich dabei mal bitte. Ich hatte das gleiche Kirsche, ich war nicht mehr rumgekommen. Ich hab's auch wieder unten. Oh nein. Oh, dreh mich wieder, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Fahrzeug, hör auf zu driften! Jetzt dreh ich mich hier ständig hängen, renn, das ist ja grausam, ey. Das passiert mir heute jederzeit in scheiß Abkürzung. Was ist mit Wasser? Wasserfall. Ah, wo fahr ich denn dann? Ja, natürlich. Wie weit hat das Spiel mich denn zurückgesetzt? Boah, Alter. Oh, fährt sich das Scheiße, das Auto. Jo, der springt überall. Nein. Oh, Mann! Das ist ja frustrierend, ey. 1,7 Tonnen hüpft wie ein Känguru. Ja, ist ein australisches Auto, ne? Was erwartest du? Ja. Oh Mann. Da muss ja hüpfen wie ein Känguru, wie ein Nationaltier, also bitte. Das Mindeste. Oh, ach, jetzt ernsthaft? Zwei gegen zwei Stein, ey. Aua! Stevie, du kriegst mich noch in dem Rennen. Meinst du? Ja. Kommst du auch mit der Karre nicht so klar? Nee. Nicht so klar. Ganz seltsam, ey. Und letztes Mal, die hat glaube ich, die noch gelobt, von wegen, die ist cool, aber. Bitte mal einen Fehler machen, danke. Meter, mach doch mal einen Fehler. Mach mal, dreh dich mal wieder. Meter. Ah, oh, scheiße. Was? Ja, damit darf man das Rennen neu starten. Neu starten. Machen wir nicht neu. Ja, jetzt hat sich das erledigt. Ja, was ist passiert, Tomete? Der Spiegel abgestürzt? Ja. Okay. Fährst du nochmal dann. Na, fahren wir das letzte Rennen nochmal nach. Mal fahren, ja. Genau. Der zählt halt, wie Tomete Zeit ist, da muss er nicht alleine fahren. Genau. Haben wir schon mal gemacht, ja. Ja. Jetzt war ich so gut, das ist doch nicht zu glauben. Fahrzeug, hör auf zu sliden! Ja. Alter, die Karre slidet so gerne, ne? Die Vorletzte. Wie auch immer du es geschafft hast, HP2 abstürzen zu lassen. Hattest du bei Isobandy auch schon öfter? Na, och, was ist da für mal denn hier? Ich glaube, das war eher ein Serverproblem. Ist aber eigentlich sehr eigenartig. Was heißt das? Ich krieg weiß nicht vom Server geflogen. Ja, aber so. Wir sind aber noch da. Da, ich werde deines, ich trau deinem Internet nicht. Ach, ey, wo fahr ich denn hier lang, ey? Es ist dein Internet, ganz einfach. Nicht die letzte. Obwohl sich sein Internet wieder normalisiert hat? Naja, daran glaube ich noch nicht. Die müssen mich auch die Stecker ziehen bei mir hier, bei dem Rennen hier, ey. Gestern bei Quake hat er auch hohen Ping gehabt. Ich sag ja, Stevie wird jetzt mich überholen, hat er schon getan. Aber kein Tech im Ich bin letzter in dem Rennen. Außerdem, bei den kleinen Datenrate, die ich hier habe, habe ich kein Problem. Voll im Internet trotzdem nicht. Und somit scheiße zu. Ich hab kein Packet. Also wer ist der Rover? Ich hab das zig Stunden lang durchlaufen lassen, da war nicht. Da steht oben! Wer ist der Rote hinter mir? Kannst du ein bisschen. Kannst ein bisschen üben, du kannst ein bisschen zusehen. Weit genug. Gucken wir fährt. Aber du kommst immer dichter, hab ich das Gefühl.
Aber ist er kein Dichter? Was war okay, der war schlecht. Ich komm überhaupt nicht ran, es ist... Ich werd letzter hinten drin. Ja, ich hab ja deine Platz eingenommen, Komete. Hier hinten, diese Kurven liegen mir überhaupt nicht. Alter, diese ganz, Karre, ne? Der ganze Spiel liegt mir heute nicht, das ist viel schlimmer. Was hab ich denn da verloren? Vielleicht du... Geschwindigkeit! So, dreh mal bitte um und bring mir es mal mit, wenn du nett bist, ja? Doch, das geht immer. Komm rum, du! Alter. Ich weiß, was er verloren hat! Was vom Fahrer hier, Reifenabnutzung, da lag was im Reifen. Da lag Gummi! Gummi? Oh, ich glaube, ich drehe nochmal. Ich bin drin. Alter, diese Karre! Oh, und das fahren wir nochmal? Ja, aber nicht mit der Karre. Ja, mit dem BMW Z8 ist es nicht besser, finde ich. Am Ende fahren wir nochmal hinten dran, wenn man will. Das können wir, wenn wir wegen Tomete hier fahren wir das Tomete-Rennen jetzt nochmal? Nein, nachher zum Schluss. Alles erstmal fahren wir jetzt nochmal weiter und dann fahren wir nachher Tomete-Rennen nochmal. Okay. Oh, hättest du nicht irgendwo anders rausfliegen können? Du musst das doch gleich nicht mehr mitfahren. Ja doch, wenn es möglich ist. Bei mir besteht ja leider immer noch auch noch die Gefahr, dass sich mein Lenkrad auf 900 Grad stellt. Hatte ich beim Üben heute auch schon mal wieder. Oh. Immer noch die Probleme? Ja. Ach, das war so ein Mistrennen. Ja, das wird irgendwo ein Windows-Problem sein, vermute ich mal, Stevie. Das wird sich jetzt auch nicht auflösen, außer wenn ich halt komplett Zeit, 26. Windows kille. Ja, Windows, echt, bang! Heute echt der Wurm drin. So. Weißt du, wo ich noch keinen Nice dran hatte? Kann doch schlechter werden. Nochmal Tropical Sunset, ja, jetzt kann aber letzter werden, mit dem BMW Z8. Ja, jetzt muss das zurückfahren, genau, jetzt ist es rückwärts. Einmal alle schnell in ein anderes Auto hüpfen und einmal wieder. Genau, weg. Einmal kurz aussteigen, Moment. Einmal das Auto wechseln und wieder zurück. Wo ist das Fahrzeug? Das ist ja wieder so eine Auslieferungsmission. Genau. Ne, ja, das hin, hole das und komm wieder hierher. Weiter. Genau, und mit dem eigenen Auto wieder nach Hause fahren. Und wie, ich hab ein Z8 ohne Führerschein? Moment, was? Ja, ja. Z8 hab ich nicht. Da fehlt noch mehr, wer hat nicht ausgewählt? Ich bin gerade erst mit Laden fertig. Ja, der Computer bei ihm ist nicht der schnellste. Ach so. Der hat schon so ein paar Tage hinter sich. Ach so. Ja, deswegen weiß man auch nicht, was DLCs sind. Hab ich schon mitgekriegt. Stimmt, da war ja was. Ich wünschte, ich wüsste es auch nicht. Naja, du spielst ein EA-Spiel, man kennt das. Ach, ich hab lieber DLCs, als müsste gar kein Content bringen. Ja gut, das ist auch wieder da gewesen. Weil sonst würden sie gar nichts bringen und stattdessen ein neues Spiel so, produzieren. So, Jonathan, der Profi hier war, dass er müsste es irgendwie nicht was verloren. Geh mal nochmal gucken, ich hab das nicht gesehen. Muss mich auch mal darauf hinweisen, muss mir die Stelle zeigen. Wieso fahren wir eigentlich alle in Rot? Ja, ihr müsst hier beide stehen bleiben! Gute Frage! Ihr beide müsst dafür stehen bleiben, damit das sieht. Ja, ja. Genau. Ich fahr erstmal durch, er kann währenddessen schon mal suchen und dann finden was besser. Ja. Aber dann darfst du nicht durch. Ich bin. Ja, nee, du darfst nicht durch die Ziellinie, weil du musst das erst einsammeln, sonst darfst du nicht durch. Ja! Das ist dann wie ein verpasster Checkpoint, genau. Kontrollpunkt verpasst. Auch wie ich das bei WQ2 so hasse. Nein, 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 komm doch da rum, was tust du dich da so schwer? Na, ist halt gleich das Auto, ist nicht wie Tropen gedacht hier. Nee. Leichter, das Auto fährt sich nicht viel besser als das vorherige. Ja, ein bisschen schon. Naja, aber dort ist er nicht. Er lässt sich ein bisschen besser durch die Kurven, aber auch nur ein bisschen. Wie oft haben wir dieses Lied jetzt in... Haben wir das eigentlich bis jetzt in jedem Renntag gehabt? Das Lied? Nee, nicht in jedem. Aber wir haben es oft, das stimmt. Das wäre aber eigentlich eher sowas kurz vom Ende vom letzten Rennen. Bleib hinter mir. Was? Ja, genau. Was soll denn der Unsinn jetzt hier los? Das müssen wir mal wieder richtig rum machen. Erstmal kommt Kirsche.
hab zum ersten Mal die Abkürzung hier nicht verpasst. Oha. Ja, cool. Ich hab auch nur, weil du hinter mir warst? Ja, hast du gesehen, dass, wo die war? Ja, ah, das... Ja, wie sieht sie hier? Wo die ist irgendwie, aber... Oh, Mann! Der untersteuert. Etwas, aber nichts. Hohe Geschwindigkeiten sind nicht so seins. Wie meinst du nicht, alle ist so gut? Aber das Lied ist ja kurz. Nee, das bekommen wir jetzt schon ein anderes. Jetzt mitten beim Auto der Motorsound weggegangen, mit dem Rennen, ist ja cool. Motor kaputt. Ja, Motor kaputt. Fährst. Oh, oh, was war das für ein Ding? Oder hast du dein Z8 so getunt, dass du einfach zum Schluss den Motor austauscht? Ja. So mit Knopfdruck oder so. Ja, aber es ist gar kein Motorsound mehr, ist voll cool. Bist du elektrisch umgestiegen? Ja. Deswegen habe ich immer Unfall gebaut, irgendwie so langsam und wird eingeholt. Das ist, ich wollte es gerade sagen, sind die E-Motoren nicht ganz schön langsam derzeit? Ja, deswegen bin ich jetzt bei euch und nicht mehr da vorne. Glaube ich mal nicht unbedingt, dass sie so viel langsamer sind. Wir haben halt nur eine Begrenzung. Die sind noch nicht so mega krass ausgereift, glaube ich. Das glaube ich mal nicht. Ja, komisch. Oh, ich sehe nichts. Halt Abstand. Mindestens 2 Meter. Ich glaube, es brennt. Mindestens 2 Meter Abstand halten, jetzt, ja? Jetzt ging das jetzt in den Sound fahren. Das ist mir doch gut. Oh ne, du hier, das heißt, stelle her, wo ich ein paar Mal schon verunfallt bin heute. Ach, geh wieder vom Gas, glaube ich, so. Komm mal sicher hier durch. Ja, wo will ich hin? Ah, nicht dagegen! Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich verliere hier nochmal. Ja! Bringst du das einer abgegangen, oder was? Oh ja! Oh, ich war in Kirche hinein. Boah, der ist oh nee! Hey, Alter, oh, nicht jetzt! Könnt ihr das vielleicht nach dem Renntag machen? Ihr weiter vorne seid. Na gut, geben das sein, sag ich am Ende, also. Ja, aber macht es bitte, wenn ihr allein seid, ja? Das seid ihr nämlich nicht. Bitte nicht, Mann. Ihr könntet aber ruhig wenigstens langsamer werden, wenn ich schon solche Saubereien da mache, ja? Ich versuch ja von ihm wegzurennen. Ach so, es geht mir von ihm aus, oh. Ja, von ihm ist das. Jetzt gibt's aber hier was raus. Ja, den wäre ich besser hochgekommen, der... Scheiße. Also bei dem Avocado zu sehen. Ich sehe vor mir keinen, hinter mir keinen. Ich bin irgendwo einsam und verlassen. Da muss die Palme jetzt so. Ey, das ist wieder weggeglitscht. Liebster, bleib stehen, nicht. Dann kommen die, die hinter dir sind mit Sicherheit. Dann siehst du wieder. Hier ist wieder weggeglitscht von der Palme. Stimmt schon. Guck mal, wir warten jetzt noch alle auf dich. Der blöde Bärch, ne? Junge, ich dachte, du musst noch zurück, ne? Du musst deinen Zeug da noch abholen. Ja, eben. Nein! Habe ich ja mit Absicht darin geschmissen, Mensch. Ich dachte, da fährt einer wieder Wind! Hinten. Wieder Windschatten! Wieder Windschatten! Windschatten, ey! Du hat immer kürzere bei den Windschattenrennen am Ende. Ich hatte irgendwann die Chance, die ihn überholen. Du Mete zieht immer den kürzeren bei diesen Duellen. Ja. Ich ziehe heute generell sehr auf die kürzere. Tropical Sunset ist nicht so sein. So. Wir enden also, mit dem Porsche. Fahren wir die ja noch zweimal. So fahren wir die ja nochmal. Oranien. Wieder rückwärts. Und der Porsche, genau. Und Porsche Carrera. Das kann ja jetzt was werden, ungeübt. Naja, bin ich mal gespannt. Ungeübt kann das spannend werden. Aha. Das Spiel, lade den Balken. Dankeschön. Der Auto nehmen wir den. Ach so, Carrera. Carrera-Bahn, okay. Hupe geht aber. Ich glaube, die letzte Saison, wo ich das eine Rennen da gewonnen hatte, das war mit dem Opel, oder? Boah, der kippt. Wow! Der kippt, wow! Er hat's gemerkt. Anscheinend kippt die alle so ein bisschen. Also immer ging's bei mir.
Das war sehr interessant gefahren. Sehr interessant. Wir fahren nochmal Tropical Sunset, oder? Keine Sorge. Machen wir gleich nochmal. Aber da geht's ja für uns um nichts mehr. Das haben wir ja, ja. Mädchen. Um Mädchen. Was ist los, Stiefchen? Was willst du? Keine Ahnung, Junatchen. Oh Gott, ich sehe den Eingang da abkürzen nicht. Oh. Jonas, ey. Ich sehe durch die den Eingang da abkürzen nicht. Bin ich gut. Mach doch die Augen auf. Ja, das ja, habe ich gemacht, aber da steht fuhr ein Auto vor mir. Ah, nein, ja nein! Oh, Fahrzeug! Ja, aber trotzdem muss man den Eingang treffen. Mein nein. Fahrzeug meinte sich zu drehen. Mann, ja, so. Nein, nicht schon wieder! Warum? Darum. Da muss man immer bremsen bei der scheiß Kurve. Ja, warum nicht drehen? Warum bist du so? Warum ich muss. Habe ich dir den Grund für die Kurve nicht in deinem Video geschrieben, Stevie? Ich kann mir nicht denken, welche du meinst. Das Schlimmste der Strecke ist eigentlich überstanden, glaube ich. Naja, sag das nicht. Sag ich mal, mir blöden Fehler irgendwo. Weil eigentlich heute, ey. Also durch meine vielen Fehler war, ist das Video heute wieder einer der erfolgreicheren Rennfahrer. Du meinst im HP2-Bereich? Ja. Da wollte jemand zu viel? Nee, es ging. Es ging noch? Okay. Also keine Berührung, aber hat irgendwann rausgekommen. Ja, also Netcode hat gesagt, WUMM. Ja, ach, falls du es noch nicht wusstest, Zunge, ne? Aber über den Jumps hast du die ganze Zeit Punkte gespielt. Hab ich das? Ja, hast du. Nicht überholen. Hat sich Tomate auch gerade gedacht. Ja. Aber ich hätte echt üben müssen. Ich weiß ja, nicht. Ja, ich hab doch auch nicht geübt. Chill doch mal. Du brauchst mir jetzt nicht zeigen, wo es lang geht. Ich weiß das. Vielleicht mache ich bald mal wieder Übungsteams. Die Dennis dann sich vielleicht noch wieder anschaut. Ach, Übungsstreams. Ich wusste doch vorhin noch nicht mal was. Ich hab schon länger keinen Übungsstreams mehr gemacht, weil ich zur Zeit nicht zum Üben kam. Achso, wenn du sowas machst, musst du es halt Bescheid sagen. Ich kann's ja nicht riechen. Riechen? Mhm. Ja, aber derzeit, dann wenn ich vielleicht live gehe, bist du eher auf dem Bau, oder nicht? Ja, momentan nicht. Die planen gerade eher in den Urlaub zu fahren. Außerhalb des Landes, am besten nach Spanien und danach zwei Wochen in Quarantäne zu gehen? Um Gottes Willen, nein. Weil das ist gerade Risikogebiet geworden. Nein. Oh Mensch, was ist denn heute los? Das kann doch nicht sein. Wir fahren natürlich nicht der aus dem Sieg Land raus. Das sind die Schlausten derzeit. Immerhin mal die Route mal gesehen, ey. Da gibt es doch schon bald auch ein Risikogebiet. Also, aber so viel schlechter als Kirsche war ich nicht. Also das geht. Du hast die meisten gewonnen. Achso, du meinst bei diesem Rennen, ja. Aber riecht das... Jetzt. Doppelt eine zweite Rennen, oder das ein Rennen, das wir jetzt doppelt fahren, nochmal? Oder das Tomatensalatrennen, weil wir Tropen noch nicht genug hatten. Ne? Okay, wir noch mal. Ich nenne es Tomatensalatrennen, das sag ich dir. Ja, du kannst dann auswählen, jetzt Tomaten. Mal, jetzt du hast ja auch Abkürzung TS, Tomatensalat. Jetzt zieht doch alle ab. Vor allem, wir haben jetzt ja zwei Salate, ne? Kirschsalat und Tomatensalat. Kirschsalat. Ja. Weiß ich nicht! Ich weiß es nicht! Da ist ja um nichts. Da ist ja für mich um nichts mehr geht, mir ist ja noch ein ganz anderes Auto vorne. Du musst uns mal erklären, Dennis, was in so einem Kirschsalat denn alles reinkommt. Kirsche uns jetzt ja erklären. Währenddessen stellst du aber jetzt mal eben das Tomatensalat drin ein. Ja, welches war das mit dem Mercedes, glaube ich? Tropical Sunset, glaube ich, und HSV Coupé, oder? Tropical Sunset, HSV Coupé. Ach nicht, das war bei dem Coupé. Alle Tropical Sunset noch. Ja, doch, das war HSV Coupé, glaube ich. Doch, das war bei dem Coupé-Rennen? Aber wir müssen ja den. Nur Tomate muss ihn erfahren. Wir alle können ein anderes Auto nehmen. Also HSV Coupé, ja? Möchte ich meinen, ja. Ich kann ein anderes Auto ja nehmen. Nee, ich kann ein anderes Auto ja nehmen. Ich fahre einen Ferrari 360 jetzt.
Ja, ich hab auch gesagt, ich mach doch gerade ein anderes Auto. Wir, nur die Miete muss ja den fahren. Ich fahre jetzt was Vernünftiges, was fürs Herz und so. Okay, ne? Für uns zählt das ja nicht so. Ja, genau. Ich fahre die Ferrari jetzt. Also ich auch. Diese komische, nicht diese komische Luxusschleuder, ne? Tja, Tomete, wir sehen uns dann, leid, ne? Tut mir leid, Tomete, aber... Was wollt ihr mit dem Porsche, wenn es Ferrari gibt? Wir wollen halt Porsche, Einfach fahren damit, einfach Spaß haben! Ach so. Ja, ich fahr ein Ferrari, muss ich auch nicht, also. Aber an sich, wie gesagt, für uns ist ja unwichtig, für ihn ist es nicht um die Platzierung jetzt in dem Punkt, glaube ich, wichtig, sondern eher die Zeit, ja. Die Zeit. Ja, der kommt da auch viel besser rum. Scheiße! Nicht weniger und springt weniger. das hat Logik. Total. Vielleicht haben sie die Gewichtswerte verdreht. Ja, das werden wahrscheinlich die Downforce-Werte sein. Oh, lasst sich mal mein Lenkrad ein bisschen. Ups, nicht fest genug geschraubt. Das ist auch eine interessante Sache, die ich gerade gemacht habe. Ich habe die Wand als Hilfe für sie, um die Kurve rumzukommen, benutzt, als Lenkunterstützung. Kann man auch machen! Ich muss jetzt schon zweimal resetten, beim richtigen Rennen musste ich nicht einmal, ganz super. Ja. Nee, der Renntag war wahrscheinlich mein schlechtester überhaupt. Oh, wie viel besser dieser Ferrari fährt, das ist nicht zu fassen, ne? Das ist unglaublich. Dass die überhaupt in der gleichen Klasse sind, das nein, ist schon. Nein, nein! Fahrzeug! Ach Mann! Wer würde das HSV-Coupé nehmen? Ja, gut, die Abkürzung, wenn es den Ferrari gibt. Ich meine, oh, Tomete wollte die Abkürzung auch nicht nehmen. My own Fehler. Wer ist nur Fünfter? Also. Wie kann der 360 Spider in der gleichen Fahrzeugklasse wie der HSV, wo der HSV doch wirklich so krass schlechter ist? Naja, bei mir hat sich das Fahrzeug meinte so zu sliden, um erstmal sich um 90 Grad drehen zu wollen. Das verändert sich jetzt in Position gar nichts. Boah, der Stein. Kirsch, ich wollte wieder den Stein mitnehmen. Ja, wir ist war wieder fast, also war echt knapp. Naja, wir waren fünf da, schade. Ey, dann kann die... Okay, das Auto ist so krass. Das ist völlig overpowered für die Klasse 3. Warum? Verglichen zu den anderen Autos. So crazy, wie viel besser der ist als das HSV-Coupé. Ja, aber den mussten wir halt fahren, ne? Ja, aber wenn man das jetzt nicht mit eigenen Regeln so bestimmen würde, das Spiel bietet das ja nicht an, Typenrennen. Wer nimmt denn dann bitte den HSV, wenn es einen Ferrari gibt? Das war ganz im Ernst. Irgendein Masochist, ja. Danke. Ja, das wäre dann ja auch eigentlich unfair, wenn man für den HSV hat und irgendwie anders dann den Ferrari. Ja, deswegen fahren wir auch kein Klassenrennen, sondern Typenrennen, weil damit auch jedes Auto mal angewandt wird. Ruzi, das sah gut aus. So. Aber lass mal, ich bin selbst nur ganz knapp lang gekommen. Weil sonst wird man ja immer nur das beste Auto fahren der jeweiligen Klasse und das finde ich halt ein bisschen eintönig und darum habe ich das halt. Wir können ja einfach sagen, der im letzten Renntag Erster geworden ist, musste den HSV Coupé fahren. Ich glaub's auch. Das schlechteste Auto der Klasse wäre. Ja. Genau, als Malus. Also Dennis und Kirsche müssten den immer fahren. Was mit dir? Na, den Gucci und ich noch nicht, wir sind nicht ganz so gut. Also wenn wir den immer fahren müssen, würde es ja heißen, dass wir trotz des Autos gewinnen, dass wir beim nächsten Mal den wieder nehmen müssen. Das glaube ich nicht. Nein, ihr müsst generell immer egal von welchem Platz. Machen unbeschränkte Klasse. Wir machen unbeschränkte Klasse und Jonas fährt immer den Elis. Den werde ich aber vorher ein bisschen tun, ja? Nee. Doch. Nein. Sonst lasse ich mich nicht darauf ein. Kannst du gerne tun, der Server überschreibt das wieder. Ah, so. Überschreibst auf deinem PC. Genau. Genau. Ja hier nicht tun, mit irgendwelchen Sheet Engine Tables, ne? Ob
Obwohl, ich könnte doch einfach meine Reset-Speed auf 300 km/h setzen oder so. Was? In der Client-Side. Würde ja nicht auffallen. Und dann siehst du die Jonathan nur. Reset. Ja, man hat immer einen schlechten Ping, schon klar. Hier, Ruti, wir haben uns mit dem Karriere, Quatsch, mit dem Porsche 911 keinen Gefallen getan. Tun. Kommen Sie auch noch nicht mal ran hier, ist ja geil. Getun gehabt haben, bitte sehen. Ich sag doch, der Porsche ist Mist. Tun gehabt haben, tun. Der kriegt trotzdem nicht. Also, der Porsche ist nicht Mist, aber kann den Ferrari auch nicht mithalten. Nee. Ja, ich krieg's aber nicht, die beiden hier. Dabei ist ein Ferrari auf dem vorletzten Platz. Also. Ja, also der war ungefähr 26 Sekunden schneller als das HSV-Coupé. Ich krieg die beiden trotzdem nicht da vorne. Das ist echt ärgerlich. Mit dem Fehler am Anfang. Schade. Alles wie immer an Positionen, sag ich mal. Dieses Hubkonzert hier. 0 Kilometer! Da kommt der Thomas. Ne, ist das die. Nee. Der HSV braucht noch ein bisschen. Kilometer, wo bleibst du denn? Oh, das ist so gemein. Das dauert noch. Hast du vielleicht die falschen Reifen? Hast du so scheiße? Hast du das falsche Auto oder fährst du so scheiße? Oder beides. Oder was auch ein Spruch von Eddie ist, sag bloß nicht, der Wagen hätte nicht mehr hergegeben. Wenn ich jemand rückwärts holt, das ist seine Oma. Da bist du ja. Das wird jetzt passen, ne? Sag bloß nicht, der Wagen hätte nicht mehr hergegeben. Du bist Zweiter. Weil das ist auch ein Spruch. Er war aber schneller als ich. Du bist auch schneller als ich. Ich bin Letzter geworden. Ja, wenigstens noch ein anderes Rennen. Ich hatte 6,24 und er hat 6,14. Ja.